Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Ein Weizenkorn muss sterben, dass es keimen kann. Unser Ich muss sterben, damit Gutes aus unserem Leben fließen kann. Wir müssen erkennen, dass alle Erfahrungen, Schwierigkeiten, Missgeschicke und Prüfungen uns zum Besten dienen. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ein Weizenkorn bringt reiche Ernte. Und da habe ich euch ein Bild mitgebracht. Aus einem Weizenkorn kommen 44 weitere Körner heraus. Und Jesus erwartet auch von uns eine reiche Ernte. Anders gesagt, aus unserem Leben soll Frucht entstehen. Und wie viel Frucht hat unser Leben? Meistens wissen wir es nicht genau. Bei einem Weizenkorn kann man es zählen. Die Bibel sagt uns, unser Leben soll fruchtbar sein und deshalb wünschen wir es uns. Wenn wir an ein fruchtbares Leben denken, meinen wir, dass es uns gut geht, dass wir Wohlstand haben, dass wir Segen haben und so weiter. Eine Frucht aber ist nicht in erster Linie für uns gedacht. So wie auch die Frucht des Weizenkorns zu unserem täglichen Brot wird. Sie ist nicht für das Weizenkorn selber, sondern für uns. Und so ist auch unsere Frucht in unserem Leben nicht für uns selber gedacht. Ein Baum verbraucht seine Früchte auch nicht selber, sondern sie sind für andere. Andere genießen die Früchte. Und wenn etwas hängen bleibt am Baum, dann verfault es. Und keiner will sie mehr, diese Früchte. Und du denkst jetzt vielleicht, wieso soll ich mich für andere abmühen? In der Bibel steht, liebe deinen Nächsten. Und mit diesen Früchten, die aus unserem Leben herauskommen, lieben wir andere. Da geben wir diese Liebe weiter. Und wir selber werden unsere Früchte indirekt genießen, aber in erster Linie sind sie für andere. Und der Segen der Früchte, der kommt zurück. Zum ersten Mal begegnet uns das in der Schöpfungsgeschichte. Da heißt es, seid fruchtbar und mehret euch. Und das ist natürlich im natürlichen Sinne. Und wenn im Neuen Testament über Fruchtbarkeit des Lebens gesprochen wird, ist das in geistlichem Sinne. Römer 7, Vers 4. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Wir sollen anders werden, als wir vorher waren. Nicht mehr wütend und aufbrausend, sondern geduldig und mitleidig. Nicht mehr neidisch und eifersüchtig, sondern in Liebe und Güte. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das habt ihr auch schon oft gelesen. Und hier haben wir schon eine gute Antwort auf die Frage, was Frucht in unserem Leben bedeutet. Es bedeutet anders werden, als wir sind oder als wir waren. Matthäus 13, Vers 23. Wo aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Also wir müssen zuerst den Boden bereiten durch Hören und Verstehen. Früchte fallen uns nicht einfach zu. Wir müssen sie wollen. Und wir können es sogar beeinflussen. Es liegt an uns.
Das ist ganz individuell, nicht einfach eine pauschale Sache. Jeder hat andere Früchte und jeder hat ein anderes Maß an Früchten und eine andere Art von Früchten. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 23 und 24. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus sagt damit: Wenn ich nicht sterbe, bringe ich keine Frucht. Er benutzt das Beispiel des Weizenkorns, das in die Erde kommt und aufgeht und wächst. So wie wir es da gerade auch gesehen haben, wo eine Ehre dann herauskommt. Jesus hat selbst den Prozess eines Weizenkorns durchgemacht. Er ist gestorben, damit wir leben können. Wir sind seine Frucht. Genauso müssen wir diesen Prozess durchmachen. Unser Ich muss sterben, damit Gutes aus unserem Leben fließen kann. Ich kann mich gut erinnern, als ich ein kleines Mädchen war, war ich mit meinem Opa auf den Weizenfeldern. Mein Opa hatte Landwirtschaft, Weizenfelder, und da war ich oft als Kind mit dabei bei der Ernte. Und da gab es noch nicht diese großen Maschinen, da hat man noch den Weizen mit der Sense und mit der Sichel zusammen gemacht. Und da habe ich als Kind auch diese Ähren ausgerauft. Und da habe ich auch oft diese Weizenkörner gegessen. Und so ein Weizenkorn ist sehr hart. Wenn ihr noch mal das Bild kurz drauf macht, da kann man es ganz schön sehen. Das Korn hat eine ganz harte Schale und innen kommt dieser weiche Kern hervor, wo dann das Mehl auch wird. Ihr kennt alles das Weiße, was da drin ist in diesem Korn. Wenn wir Mehl gewinnen wollen, wird das Weizenkorn zerrieben, dass das, was innen drin ist, auch herauskommt, damit wir es gebrauchen können. Wir haben auch so eine harte Schale und das ist unser Ich. Die Bibel sagt, unser Fleisch bzw. unsere Seele, ja, unser Ich, das so einen starken Willen hat, ja, wo wir oft so mit dem Kopf durch die Wand wollen oder unseren Willen durchsetzen wollen. Unser Ich. Und innen drin ist es weich. Und das ist der Heilige Geist in uns, den wir in uns haben, wenn wir Jesus angenommen haben. Der Heilige Geist ist im Vergleich das Innere des Weizenkorns. Und bezeichnen wir unseren Geist als inneren Menschen und unsere Seele, also unser Fleisch, als äußeren Menschen. Und das sagt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Unser Leben ist wie so ein Weizenkorn. Ein Weizenkorn muss sterben, dass es keimen kann. Und wenn die harte Schale nicht zerbrochen wird, kann nichts Neues entstehen. Dann bleibt es allein, so wie wir es in dem Bibelvers auch gelesen haben. Es bleibt tot und irgendwann vergammelt es. Und unser Leben ist genauso. Wenn die harte Schale unseres Ichs, unseres Fleisches nicht zerbrochen wird, kann der Heilige Geist in uns nichts tun. Es ist nicht die Frage, ob Leben in dem Weizenkorn ist, sondern ob die äußere Schale zerbrochen ist. Es ist immer Leben in einem Weizenkorn und es ist auch immer Leben in uns. Aber die Frage ist, wie kommt es heraus? Sobald die Schale offen ist, beginnt der Weizen zu wachsen. Zuerst ein feiner,
neuer Trieb und der wird immer größer und immer größer. Ihr kennt es ja von den Weizenfeldern. Dann kommt zuerst ein ganz dünner Halm und grün und das wird immer größer bis zur Ernte, wo es dann wirklich diese vielen Weizenkörner an einer Ähre hat. Es gibt keine andere Möglichkeit für das Weizenkorn, um Frucht zu bringen. Das Weizenkorn muss sterben. Und das geschieht durch das Zusammenwirken von Feuchtigkeit, von Wärme und von Dunkelheit. Es kommt in die Erde, die Sonne scheint, es regnet und es wächst und es wächst. Und unser Leben ist auch wie so ein Weizenkorn. Wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, haben wir den Heiligen Geist in uns. Und die Frage ist, wie bei dem Weizenkorn, wie schaffen wir es, dass dieses Leben in uns Frucht bringt? Johannes 12, Vers 25. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Unser inneres Leben ist das ewige Leben. Und damit dieses innere Leben hervorbrechen kann, gilt es zuerst, das äußere Leben zu verlieren. In Galater 5, Vers 22 haben wir vorher schon die Früchte des Geistes gelesen. Liebe, Freude, Friede und so weiter. Und das sind die Früchte des Geistes, die haben wir in uns. Durch den Heiligen Geist, das sind seine Früchte. Doch wie kommen sie heraus aus uns? Wie kommen sie zum Vorschein? Und da liegt unser Problem. Sie kommen dann nicht zum Vorschein, wenn unser äußerer Mensch, unser Ich, nicht zerbrochen ist. Es muss zerbrechen wie die Schale des Weizenkorns. Durch unsere harte Schale des Verstandes, des Willens und der Gefühle kommt unser inneres Leben nicht durch. Bleibt das Äußere ungebrochen, dann besteht für das innere Leben keine Möglichkeit, um hervorzubrechen und fruchtbar zu werden. Unser geistliches Leben ist wie gefangen. In dem Bollwerk unserer Gedanken, unseres Willens und unserer Gefühle. Es gibt noch ein wunderbares Beispiel, wo uns das veranschaulicht. Matthäus 26, 6 bis 9. Als aber Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte. Und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Wir kennen diese Geschichte. Die Frau hatte ein kostbares Fläschchen und in manchen Übersetzungen heißt es mit reinem Nardenöl und das war sehr kostbar. Es steht nicht da, ob sie das Fläschchen aufgebrochen hat, denn zu der Zeit waren Fläschchen oft versiegelt oder Sachen oft versiegelt. Sie musste es aber in jedem Fall aufmachen, um es zu gebrauchen und um diesen Duft zu verströmen. Öl repräsentiert etwas Geistliches. Ist es auch unser Verlangen, den Duft solchen Öls auszuströmen? Doch zuvor muss das Gefäß zerbrochen sein, dass man den Inhalt ausströmen kann. Die Jünger sahen nur das Gefäß. Es war ein Alabastergefäß, sehr kostbar. Und warum musste man das aufbrechen? Es war doch so kostbar, so wertvoll. Die Jünger waren nur Gefäßbewunderer. Sie sahen nur das Äußere. Wir bewundern das, was wir sehen. Wir fragen nicht nach dem Inhalt, sondern beurteilen nach dem Äußeren.
Und wir halten auch manchmal die einen Menschen für wertvoller als die anderen. Vielleicht aufgrund ihrer Ausbildung oder ihres Aussehens oder ihrer Klugheit oder ihrer Redegewandtheit oder was auch immer. Oder wir meinen, wir seien besser als andere. Wenn jemand intelligent ist, dann bestimmt der Verstand sein Wesen. Ist jemand mitleidig, dann bestimmen seine Gefühle sein Wesen. Ist jemand eigensinnig, so bestimmt sein Wille sein Wesen. 1. Korinther 2, Vers 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt oder unterschieden wird. Als natürlicher Mensch mit unserem Verstand können wir Gott nicht erfassen. Ohne Zerbruch des Äußeren kann das Innere nicht zum Vorschein kommen und wir können das Geistliche nicht verstehen. Und wenn wir von Zerbruch reden, heißt das nicht, dass wir unseren Verstand, Willen und Gefühle zerstören sollen. Es heißt, dass unser Ich bzw. unser Fleisch ganz klein werden muss. Unsere Seele muss unter die Herrschaft des Heiligen Geistes. Ich muss abnehmen, das heißt kleiner werden. Er muss zunehmen, das heißt größer werden in meinem Leben, in unserem Leben. 2. Korinther 3, Vers 6. Sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Geist ist's, der lebendig macht. Und der Heilige Geist muss die harte Schale unseres Ichs aufbrechen, sonst sind wir oder werden wir nicht lebendig. Und dieser Geist ist es, der aus uns heraussprudeln muss, dass das Leben, das Wachstum und die Fülle und Frucht an uns sichtbar wird. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Zerbruch ist der Weg des Segens, des Wohlgeruchs und der Fruchtbarkeit, aber auch ein Weg mit vielen Wunden. Wenn etwas zerbrochen wird, gibt es auch Wunden. Und an diesen Wunden scheitern viele. Beleidigung, Bosheit, Missachtung, Anklage, Lästerung, Selbstmitleid, Verleumdung, Frustration und so weiter. Das sind Wunden, die uns zugefügt werden, aber die uns auch zum Durchbruch bringen. Dies alles lässt Gott zu in unserem Leben, um unsere harte Schale, unser Ich, aufzubrechen. In der Bibel lesen wir von vielen Beispielen, wo es genauso war. Paulus zählt hier einiges auf in 2. Korinther 11, Vers 23 bis 28. Und da heißt es, in Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x40 Streiche weniger einen bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft,
in Kälte und Blöße, außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Paulus' harte Schale wurde durchbrochen und Gottes Geist kam in seinem Leben zum Vorschein. Er sagte, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, mein Ich ist gestorben. Mein äußerer Mensch ist zerbrochen und mein innerer Mensch kommt zum Vorschein. Gott hat nichts umsonst zugelassen in deinem Leben. Alles in unserem Leben hat eine Bedeutung. Wir müssen erkennen, dass alle Erfahrungen, Schwierigkeiten, Missgeschicke und Prüfungen uns zum Besten dienen. Jesus will ein wunderbares Kleinod aus dir machen. Dass das, was in dir herausfunkelt, der Heilige Geist. Bei jedem Menschen, der Jesus sein Leben gegeben hat, arbeitet der Heilige Geist darauf hin, dass er aus dem inneren Menschen heraus freie Bahn bekommt. Und manchmal arbeitet Gott stufenweise mit uns und manchmal auch ziemlich plötzlich. Auf jeden Fall ist es ein Prozess, den Gott in unserem Leben tut. Sind wir gewillt, diesen Prozess durchzumachen? Und das ist die Frage, die sich jeder selber beantworten muss. Hindernisse für einen Zerbruch, das sind, dass wir nur unsere schwierigen Umstände sehen und immer am Jammern und Klagen sind. Wir erkennen die Hand Gottes nicht. Oder wir sehen nur die Menschen, die uns widerstehen und ärgern. Oder wir verharren in Hoffnungslosigkeit. Wir sehen nur, dass es nicht so geht, wie wir uns das vorgestellt haben oder wie wir es wollen. Oder wir versinken in Selbstmitleid. Wir brauchen eine Offenbarung Gottes, damit wir seine Hand erkennen. Es ist keine menschliche Hand, nicht die deiner Familie, noch irgendeines anderen. Es ist Gottes Hand, die da arbeitet an uns. Alles geht an Gott vorbei, auch in deinem Leben. Die ganzen Jahre, wo du dachtest, alles ist nutzlos. Es ist Gottes Hand, er wirkt unaufhörlich an uns und er verlässt dich nicht. Manchmal beschuldigen wir Menschen und merken gar nicht, dass es Gott ist, der uns etwas sagen will. Gottes Prinzip ist es, mit uns diesen Weg des Zerbruchs zu gehen. Wir können Gottes Prinzipien nicht umgehen. Und wir können auch durch Gebet Gottes Prinzipien nicht außer Kraft setzen. Wenn du betest, Gott bewahre mich vor allem, was mir innerlich wehtut, das wird nicht funktionieren. Wir müssen da durchgehen und alles in Gottes Hand legen. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Es ist unsere Entscheidung, was wir tun. Und Gott nimmt uns nicht unseren Willen weg, sondern er bietet uns an, in seiner großen Liebe diesen Weg mit ihm zusammen zu gehen. Es ist kein einfacher Weg, aber es ist der beste Weg, den es überhaupt gibt. Dass das lebendige Wasser aus uns herausfließen kann und Frucht bringt, wie das Weizenkorn, das aufbricht. Das Weizenkorn braucht Wärme, Feuchtigkeit und Dunkelheit, um aufzubrechen. In unserem Leben ist die Wärme der Herr. Wärme und Geborgenheit. Die Feuchtigkeit ist der Heilige Geist, das Wasser des Geistes. Und die Dunkelheit, das sind die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, die wir haben. Das alles zusammen bringt uns ein Leben in der Fülle, wenn wir dranbleiben.
Am Anfang haben wir gelesen, dass es Unterschiede gibt. 100-fach, 60-fach, 30-fach. Das kommt darauf an, wie viel von uns wir an ihn ausliefern. Wie viel von deiner äußeren Schale willst du zurückbehalten? Vielleicht ein bisschen von deinem Willen? Manchmal tue ich, was ich will und versuche, Gott damit einzubinden. Oder ein bisschen von deinen Gefühlen? Ach, ich war ja so gut. Ich kann meine Probleme alleine lösen. Oder ein bisschen von unserem Intellekt? Ich bin ja so gut im Beruf oder in der Schule oder im Studium, was ich alles geschafft habe. Alles, was wir zurückbehalten für uns, schmälert unsere Frucht für den Herrn. Frucht ist Segen. Das ist der Segen, für den wir immer beten. Segen, der zu anderen strömt, in unsere Umgebung, zu jedem, mit dem wir zu tun haben. Lass dich verändern. Jede Situation wird zum Besten für dich. Amen.